Vor mehr als 40 Jahren ist mein erster Sohn Martin auf die Welt gekommen da hier. Und da habe ich beschlossen, das geht auch anders. Meine Anfangsüberlegung war, das zur Weltbringen von einem Kind ein so einzigartiger Vorgang ist, dass dieser Vorgang mit keinem anderen vergleichbar ist und dass man vor allem als Mann dabei überhaupt nichts zu sagen hat, sondern man nimmt das zur Kenntnis, was die Mutter und die Frau will. Wenn man ins Sanatorium Leonhard kommt, dann hat man die Möglichkeit, dass man seinen eigenen Gynäkologen, Gynäkologin mitbringt und auch eine Beleghebamme, die einen betreut während der Schwangerschaft, während der ganzen Geburt und im Wochenbett und auch darüber hinaus. Informationsabende bieten wir einmal im Monat an. Das heißt, werdende Mütter mit den Vätern kommen zu uns herein, erkundigen sich über den ärztlichen Leiter, welche Aufgaben hat dieser ärztliche Leiter, erkundigen sich, welche Hebammen da sind bei uns im Haus. Kinderkrankenschwestern führen die Mütter, die werdenden Mütter durch unser Haus und sie merken schon bei uns beim Eintreten, es ist ganz eine andere Atmosphäre als in einem Krankenhaus. Die Ruhe, die Sicherheit und Geborgenheit, die wird jeden Tag bei uns vermittelt. Die Frau sucht sich im Laufe ihrer Schwangerschaft eine Hebamme aus und manchmal sind es auch zwei Hebammen, die sich alternierend im Krankheitsfall oder Urlaubsfall vertreten. Dann schaut sie vielleicht eine zweite oder dritte Hebamme an und macht dann schlussendlich mit einer Hebamme den Termin aus und diese Hebamme ist dann für sie bereit, die steht immer auch 24 Stunden, 7 Tage in der Woche zur Verfügung und entsprechend auch die Geburtshelferin oder der Geburtshelfer, der Arzt, der dann von der Hebamme verständigt wird. Im Sanatorium Leonhard ist ohne dies immer ein 24-Stunden-Ärzteteam vorhanden. Es haben immer Hausärztinnen, das sind praktische Ärztinnen oder Fachärztinnen für Geburtshilfe und Gynäkologie verfügbar, die immer im Haus sind. Also gibt es nicht nur eine Betreuung durch Krankenschwestern, die hochqualifiziert sind, sondern natürlich auch durch Ärztinnen. Und das ist jederzeit und immer verfügbar, Feiertag, Sonntag, Silvester, wann immer. Durch die hauseigene Küche können wir jederzeit auf die individuellen Wünsche unserer Patientinnen eingehen. Werden Diäten benötigt, werden sie jederzeit bereitgestellt. So gesehen ist unsere Küche, das muss ich wirklich sagen, und ich höre es auch immer wieder von den Mitteilungen unserer Patientinnen, ist unsere Küche haubenverdächtig. Der
Operationssaal wird laufend auf den modernsten Stand gebracht. Man schaut, dass man die Qualität so hat, wie es der modernsten Medizin angemessen ist, dass die Belegärztinnen und Belegärzte auch in der gewohnten Weise, wo sie woanders arbeiten können oder wo sie ausgebildet werden, auf dem Standard weiterarbeiten können. Und so kann die betroffene Frau, die operiert, die sich eine Operation unterziehen muss, darauf vertrauen, dass sie auf dem Niveau weiter betreut wird, wie sie das erwarten kann. Wir bringen den Operationssaal laufend auf den modernsten Standard und verhalten uns entsprechend den modernsten Gegebenheiten. Die Zusammenarbeit mit den Schwestern funktioniert sehr gut. Wir kommen einmal am Tag ins Wochenbett, schauen, wie das mit dem Stillen funktioniert, stehen bei der Babypflege mit Rat und Tat zur Seite, sind natürlich auch telefonisch erreichbar, übergeben dann das, was wir mit der Mutter oder den Eltern besprochen haben, an die Schwester, an die Zuständige. Und wir werden auch informiert, wenn es irgendetwas zu besprechen gibt oder wenn etwas sich geändert hat in dieser Zeit. Ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. Also Sie sind rundum betreut, wenn Sie hier stationär liegen. Die Zusammenarbeit der Hebammen mit den Kinderkrankenschwestern, mit den allgemeinen Gesundheits- und Krankenschwestern ist eine sehr gute. Das heißt einfach, die Aussprache untereinander funktioniert sehr gut zum Wohle der Frau und zum Wohle des Kindes. Wenn ich unsere Belegschaft anschaue, unser Team, dann bin ich froh, dass dieses Team von der Frau Kosel als Pflegedienstleiterin geleitet wird, dass jede einzelne Mitarbeiterin, jeder einzelne Mitarbeiter die Fähigkeit mitbringt, in diesem Haus selbstständig und aufmerksam zu arbeiten. Was ich hier in den Vordergrund stellen möchte, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin von sich aus sagen kann, hier habe ich ein ganz besonderes Talent, das ich ausleben kann und das ich einbringen möchte. Und meine Verantwortung ist es, dass die Mitarbeiterinnen dieses Talent dann auch einbringen können. Mitarbeiterführung ist dafür verantwortlich, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin an dem Ort eingesetzt wird, wo sie, in diesem Fall sie, ihre Stärken ausspielen kann. Und nur davon profitieren wir dann auch wirklich. Das heißt aber auch, dass wir uns darum kümmern, dass sie sich kontinuierlich weiterbilden und weiterentwickeln, sie mit ihren eigenen Vorstellungen zu uns kommen können und sagen können, ich habe diese und jene Vorstellung, dieses und jene Ziel und im Mitarbeitergespräch kann das dann auch ganz eindeutig definiert werden, welche Fortbildung, welche Weiterbildung für die eine oder den anderen Mitarbeiter vorgesehen ist und sie sich wünschen. Und dann können wir das auch realisieren. Sind bei der Geburt irgendwelche Komplikationen ersichtlich? Zum Beispiel die kindlichen Herztöne fallen ab oder man muss zu einer operativen Entbindung schreiten, das ist also die Sektioentbindung, dann kommt der Kinderarzt immer dazu und ist immer verfügbar. Bei normalem Geburtsverlauf, unkomplizierten Geburtsverlauf, ist der Kinderarzt ja sozusagen auf Abruf kann er kommen, aber er ist nicht bei der Geburt dabei, das wäre nicht notwendig. Das
Was auch unser Haus auszeichnet, ist, wir bieten sehr viel den Müttern an und auch den Frauen, die eben bei uns operiert worden sind, sei es Physiotherapie, sei es Shiatsu, sei es Yoga für Baby und Mama. Und eben das Neueste, was jetzt dazugekommen ist, auch Kinästhetik wird bei uns im Haus angeboten und wird sehr gerne angenommen. Stillambulanz ist einfach die Möglichkeit, in dann ja vertrauter Umgebung, wenn Sie Ihr Baby hier bekommen haben, herzukommen. Sie kennen das Personal, Sie kennen die Schwestern, Sie haben Ihre Hebamme und haben die Möglichkeit, diesen Verlauf vom Stillen, von der Gewichtszunahme, von den sich ergebenden Veränderungen, die dann auftreten, sei es dann mit der Beikost, das Kind fängt an zum Mitessen, also all diese Dinge zu besprechen. Dieses Haus erfüllt mich mit positiver Energie. Es ist eine wunderbare Arbeit da, mit den Neugeborenen zu arbeiten, mit den Müttern zu arbeiten, ihnen beratend zur Seite zu stehen. Und einfach, ich genieße es, wenn ich in das Zimmer komme, das Lächeln der Mütter sehe, die Babys, die ruhig schlafen, die schreien. Also einfach Freude haben, da zu sein bei uns. Und die Väter, die dankbar sind, dass es den Müttern bei uns so gut geht. Das genieße ich. Ich glaube, dass die Bilder, die an der Wand hängen, die mir und der Familie gehören, dass die Skulpturen, die im Garten stehen, eine Atmosphäre vermitteln sollen, die uns alle wieder wegbringt von der Ernsthaftigkeit eines Krankenhauses. Und ich habe gesehen, dass Mütter mit ihren Neugeborenen und dem Katalog, der im Zimmer liegt, Bilder anschauen. Und wenn mich dann noch jemand fragt, warum mir das gefällt, bin ich schon ganz glücklich. Also ich habe mir gedacht, beim Aufbau von diesem Haus, eine Frau, die ein Kind erwartet, ist nicht krank. Sie kann gar nicht gesünder sein, denn sie gibt ja Leben.